Hi Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Liam und in diesem Video möchte ich mit euch über den Credits ICO sprechen. Zwar habe ich ja bereits gestern ein Video über zwei ICOs gebracht, welche jetzt im Februar starten werden, und Credits wird jetzt auch ab 1. Februar starten, der ICO. Und da dachte ich, da mache ich euch nochmal ein kurzes Video dazu, um euch einige Infos über den Credits ICO mitzuteilen. Und zwar bin ich hier jetzt schon auf der Seite von Credits und unter anderem halt die Vorteile von diesem Token sind hier, dass mehr als 1 Million Transaktionen pro Sekunde möglich sind. Zukünftig sollen sogar bis zu 10 Millionen pro Sekunde möglich sein. Des Weiteren ist das halt auch ja, in Lichtgeschwindigkeit soll dieser Prozess möglich sein. Das heißt, 0, oder weniger als 0,01 Sekunde soll eine Transaktion schon bestätigt werden. Das wäre natürlich wirklich klasse, wenn die das wirklich hinbekommen. Wir hatten ja viele schon die Erfahrung machen müssen, jetzt zum Beispiel beim Bitcoin. Gerade ja, das Netzwerk sehr überlastet ist, dass da halt die Transaktionen sehr lange gedauert haben. Und gut, beim Bitcoin soll es ja halt auch jetzt, oder haben jetzt auch erste Tests mit dem Lightning-Netzwerk begonnen und auch erfolgreich gewesen. Aber ist halt auch noch erst in der Erfindungsphase. Hier natürlich muss ich das halt auch erstmal beweisen bei Credits, dass das auch so ist. Jedenfalls preisen sie das hier an, dass sie halt auch mit in Lichtgeschwindigkeit sozusagen die Transaktion bestätigen können. Sehr, sehr günstige Gebühren, Transaktionsgebühren. Also 0,001 US-Dollar sollen die betragen pro Transaktion. Das wäre natürlich auch ein sehr, sehr guter Vorteil. Und auch mit Smart Contracts ist das hier bei diesem Token möglich und entwicklerfreundlich. Des Weiteren gibt es da noch weitere Infos, und zwar ist halt eine API-Anbindung möglich, dass die Software, also es besitzt ein Software-Kit für Entwickler und User, so dass man halt da ziemlich einfach ja, Sachen programmieren kann dafür. Und es ist alles als JavaScript, also ja, Java Language, also Java-Sprache sozusagen, umgesetzt, was sehr, sehr benutzerfreundlich ist, bekannt ist und nicht halt erst erlernt werden muss. Viele kennen sich ja halt in Java aus und daher ist das auch ein sehr guter Vorteil für diesen Token. Des Weiteren gibt es dann halt noch hier nochmal eine Übersicht von den einzelnen Vorteilen im Vergleich zu Bitcoin. Hier halt 1 Million oder mehr als 1 Million Transaktionen pro Sekunde Bitcoin, 7 Transaktionen etwa, und Ethereum 300 Transaktionen steht hier pro Sekunde. Dann gibt es hier noch ja, die Geschwindigkeit, 10 Minuten zu 0,01 Sekunde und 30 Sekunden bis 5 Minuten bei Ethereum, wobei bei Bitcoin, wenn das Lightning-Netzwerk jetzt ja erprobt und erfolgreich halt ich sag mal in den Markt gehen wird, dann wird das natürlich auch identisch sein. Und die Transaktionskosten, was auch ein immenses Plus wäre, halt hier 0,001 US-Dollar und im Vergleich zu Bitcoin ja circa 10 Dollar, ist aber glaube ich auch jetzt wieder etwas runtergegangen. Und 0,1 bis 1 Dollar. Des Weiteren halt bezüglich der Anonymität ist das halt auch möglich bei dem hier. Dann gibt es ja noch Cycles, Schedules und API, was halt beim Bitcoin gar nicht angegeben ist und bei Ethereum als Nein, mit Nein angegeben ist. Dann seht ihr hier nochmal die Roadmap. Hier halt Februar der ICO. Im März die Beta-Phase, Pre-Release im Mai, Launch, Pre-Release, und der Launch soll dann im Juni 2018 stattfinden. Also von daher, einiges haben die auch vor. Sehr interessante, ja, sehr interessanter Token, sage ich mal, was da halt machbar sein soll. Und dann können wir uns hier nochmal bei dem ICO-Bench nochmal kurz umgucken, und zwar steht hier dann halt nochmal, ein Ethereum wären 5000 Credit-Tokens. Ich glaube, das wären ungefähr 24 Cent pro Token.
US-Dollar Cent pro Token. Softcap 15 Millionen US-Dollar und der Hardcap würde 20 Millionen US-Dollar betragen. Ich gucke mal hier nochmal bei mir auf meine PowerPoint-Präsentation. Genau, was habe ich hier noch? Und zwar ist dieser Token, dieser Credits Token auch auditiert durch die Columbia Universität und ich mache das hier einmal groß. So, durch die Columbia Universität und die Firma Entersoft, die das halt geprüft haben und auditiert haben. Und das ist natürlich auch schon mal eine gute Sache, dass eine externe, ja, wie eine Universität in dem Fall oder halt auch noch eine Firma das auditiert haben und dementsprechend auch nochmal für gut befunden haben. Und das ist alles natürlich keine Anlageberatung hier. Bitte macht auf jeden Fall da eure eigenen Recherchen. Ich wollte euch nur nochmal diesen Token vorstellen, der jetzt halt im Februar startet. Und also letztendlich müsst ihr da auch selber nochmal nachgucken. Am besten anmelden müsst ihr euch hier bei Credits, um das White Paper lesen zu können. Und dann könnt ihr das halt dementsprechend auch in Ruhe durchgehen. Was haben wir hier noch? Ich hatte eigentlich gedacht, dass es hier auch nochmal drin steht mit der, genau hier mit der Auditierung. Legal, we have a law clarification, die halt auch nochmal hinzufügen und hier mit der technischen Auditierung und mit der gesetzlichen Auditierung sozusagen, dass das alles legal und im grünen Bereich ist. Also da haben die schon einiges vorbereitet, dass der ICO auf jeden Fall trustvoll durchgeht und dann kann man natürlich schauen, ob das für einen was ist oder nicht. Also von daher, guckt euch den Token an, wenn ihr Interesse daran habt und wenn ihr dann noch irgendwelche weiteren Infos habt, nutzt den Kommentarbereich unter dem Video, abonniert meinen Kanal, lasst einen Daumen nach oben da und ich wünsche euch noch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao!